Hey Leute, hier ist wieder eure Skaldrissa zu einem neuen Projekt. Ich habe ewig darauf gewartet, aber ich möchte euch hier herzlich begrüßen zu einem neuen Zelda-Let's Play, nämlich The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Und ich freue mich so sehr darauf, weil ich wollte schon ewig Wind Waker spielen und ich bin jetzt übrigens gleich erstmal zur Controllerwahl gegangen, damit ich noch ein paar Kleinigkeiten sagen kann, weil das ist so eine lange Geschichte mit Wind Waker HD und ich bin so froh, dieses Projekt endlich mal starten zu können und ich bin auch so ein kleines bisschen nervös und fassungslos, weil es endlich klappt. Weil es ist folgendes. Ich hatte mir zu meinem Leidwesen eine GameCube, das heißt, ich habe das Original nie gespielt. Und als dann 2012 rum, ich glaube, es war um die 2012 rum, Wind Waker HD angekündigt wurde, da wollte ich es unbedingt haben, aber ich hatte keine Wii U. Und ich hatte auch sehr, sehr lange darauf keine Wii U. Und konnte es daher nicht spielen. Ich hatte sogar schon, während ich damals um diese Zeit rum noch mit Spirit Tracks beschäftigt war, eigentlich schon immer Pläne gehabt, auch mal Wind Waker zu spielen. Konnte es aber nie, weil mir halt die Konsole dafür gefehlt hat und ich wollte nicht Geld für die GameCube-Version ausgeben, weil das HD-Remake einige positive Änderungen hat und ich wollte diese positiven Änderungen natürlich mitnehmen. Und ja, jetzt wo ich aber in der Gamer-WG lebe, hat mir der Sascha seine Wii U zur Verfügung gestellt mit seiner Kopie von Wind Waker HD und ich bin total froh darüber und ich möchte mich da auch an der Stelle bei Sascha bedanken, dass er mir das alles zur Verfügung stellt, dass ich mir diesen Wunsch endlich erfüllen kann. Und ich möchte mich an der Stelle auch nochmal bei jemand anderem bedanken. Du, der du zusiehst, ich glaube, du weißt, wer du bist. Derjenige, der uns mit dem Controller ausgeholfen hat. Weil ich habe tatsächlich schon mal angefangen gehabt, Wind Waker HD aufzunehmen. Aber das Problem war, beim Umzug ist unser nachgemachter Wii U Pro Controller ein bisschen an den Arsch gegangen. Der rechte Stick hat immer Probleme gemacht. Und noch andere Sachen, dass Link dann einfach von alleine gelaufen ist und solche Geschichten. Und ja, ich möchte mich da an der Stelle auch nochmal herzlich bei dir bedanken, dass du uns da mit einem Controller ausgeholfen hast. Brian. Und ja, auf jeden Fall, was ist Wind Waker, was ist Wind Waker HD? Also eigentlich diejenigen, die hier reingucken, werden es höchstwahrscheinlich schon mal von gehört haben. Es ist ein sehr bekanntes The Legend of Zelda Game. Ursprünglich erschien 2002 für die GameCube. Und wurde dann für die Wii U remade. Also wurde halt ein Remaster, also dieses HD jetzt gemacht. Das kam 2013 raus. Und hier sind wir heute in 2020 und ich möchte es unbedingt spielen. Und wir starten auch ohne große Umschweife jetzt auch gleich ins Abenteuer. Aber eine Sache möchte ich noch sagen. Falls ihr, und ich bin mir relativ sicher, dass viele in meiner Community damals Spirit Tracks bei mir gesehen haben. Vor vielen, vielen Jahren. Hier werden einige Charaktere auftauchen, die hier tatsächlich chronologisch gesehen das erste Mal auftauchen, weil die kamen von Wind Waker, sind dann weiter in Phantom Hourglass gewesen. Da waren es noch die gleichen und deren Nachfahren sind, glaube ich, alle in Spirit Tracks. Also außer Lindebeck, weil Lindebeck kommt ja erst in Phantom Hourglass vor. Was ist jetzt eigentlich so dieser Stand vom Let's Play? Also ich möchte versuchen, so viel wie möglich zu zeigen, wenn ich natürlich nicht alles schaffe. Wie zum Beispiel so eine Sache wie mit dem Huhn in Minish Cap. Fick dich, du Scheißhütchen. Ja, auf jeden Fall. Solange nicht sowas passiert, versuche ich natürlich so viel wie möglich vom Spiel zu zeigen. Wie viel weiß ich von dem Spiel? Storytechnisch eine ganze Menge. Gameplay habe ich mal bis vor etlichen Jahren mal bis zum zweiten Dungeon gespielt. Das war in einem Livestream, als ich bei einer damaligen Freundin zu Besuch war. Die hatte eine Wii U, die hatte Wind Waker HD und da habe ich das mal angespielt. Aber weiter habe ich tatsächlich nicht gespielt, aber man hört so viel von Wind Waker, weil früher gab es eine Kontroverse, dann wie viele es feiern, welche Elemente cool sind an Wind Waker und ich möchte es einfach mal endlich selber erleben. Und ich bin so froh, endlich in dieses Projekt zu starten, endlich diese Reise zu beginnen. Das Abenteuer beginnt jetzt natürlich stilistisch, wie sich das gehört, nennen wir unseren Hauptcharakter Link. Ich habe ja mittlerweile so die Nein, nicht Lunk. Wo ist der B-Knopf? Da ist der B-Knopf. Ja, das Wii U
Pro-Controller-Layout ist ein bisschen weird, deswegen muss ich da manchmal noch nachgucken. Und ich habe mittlerweile wirklich eine Tradition, also wenn ich irgendwie was Test aufnehme oder so, dann nenne ich Link immer Long. Ja, kein Witz, mache ich wirklich. Und oder in Streams ist das auch schon vorgekommen, dass ich das gemacht habe. Und ansonsten nenne ich ihn immer Link in den Let's Plays. Das habe ich schon, das mache ich schon seit Spirit Tracks. Das werde ich auch, denke ich, nicht mehr ändern. Und ja, starten wir mal rein. Wir spielen im normalen Modus, wollte ich noch gesagt haben. Und ich gucke mal, wie es so läuft. Und hier kommt jetzt erstmal eine Geschichte. Dies ist eine der vielen Sagen und Legenden, die sich die Menschen überliefern. Es war einmal vor langer Zeit in einem weit entfernten Königreich, von dem man sagte, die Kräfte der Götter würden in ihm ruhen. Dieses Land war gesegnet mit der Frische, lebendigen Grüns und idyllischer Natur. Aber das Böse hatte sein Auge darauf gerichtet und raubte die Kraft der Götter. Ich liebe diese Zeichnungen übrigens. Durch diese dunklen Mächte wurde das Königreich in die Finsternis gestürzt. Doch als es so aussah, als wäre das Ende gekommen, tauchte plötzlich ein Jüngling gewandet im Grün der Wiesen aus dem Nichts auf. Und haute dem Schwein auf den Kopf. Der Jüngling schwang sein heiliges Schwert und bannte damit das Böse. Das Licht der Hoffnung erleuchtete das Königreich wieder. Das Volk nannte den Jüngling, der die Grenzen der Zeit überwunden hatte, den Helden der Zeit und überlieferte seine Geschichte. Kommt euch das bekannt vor? Ocarina of Time. Generationen vergingen und seine Abenteuer warfen sich mit der Zeit den Mantel der Legende über. Doch dann wurde das Königreich erneut in den Sog der Tragödie gezogen. Das Böse, das der Jüngling vermeintlich gebannt zu haben schien, roch einmal mehr aus den Eingeweiden der Erde hervor. Das Volk des Königreiches glaubte fest daran, dass der Held der Zeit zurückkommen würde. Doch kehrte er nicht wieder. Das ist übel. Das heißt also, da hatte jemand ein bisschen viel Kontrolle. Hilflos standen die Menschen dem Bösen gegenüber. Ihnen blieben nur ihre Gebete. Schließlich blieb ihnen kein anderer Ausweg, als ihr Schicksal in die Hände der Götter zu legen. Das klingt nicht gut. Was danach aus dem Königreich wurde, davon weiß heute niemand mehr zu berichten. Klingt nach einer sehr netten Geschichte, wie es so nach Ocarina of Time weiterging. Die Erinnerungen an das Königreich mögen verblassen, aber die Legende wird vom Wind getragen und ist noch nicht vergessen. Es gibt eine Insel, auf der es Brauch ist, einem Jungen ein grünes Gewand zu überreichen, so er ein bestimmtes Alter erreicht. Der Wind, der über das Grün der Wiesen streicht, erfüllt sein Herz und wie ein Wirbel schwingt er sein Schwert gegen das Dunkel. Der Wunsch, dass er so wird wie der Held aus der Legende, voller Mut und Tatendrang, liegt wohl diesem Brauch zugrunde. Das ist eigentlich ein schöner Brauch. Und damit sind wir jetzt auf dem Meer in Präludien. Und oh, ich dachte, dass Prologia schon ein sehr intelligenter Name wäre. Nein, Präludien ist schön. Ich mag den Namen. Ich mag auch den Namen Prologia, um jetzt nochmal auf Spirit Tracks zurückzuweisen, aber... Naja, und da haben wir ein kleines Mädchen und sie hat Link gerufen. Und da sind Möwen. Und sie rennt weg. Link! Oh, sie hat ein Fernrohr, wie süß. Hä? Wo ist er denn? Ah, jetzt rennt sie rum. Und wo ist er? Ach, natürlich pennt er wieder. Die Schlafmütze! Link!
Und die Möwen kommen gleich hinterher. Was ist denn los? Lass mich doch schlafen. Hä? Wo ist sie hin? Erstmal strecken. Da bist du ja! Obwohl, nee, die Stimme möchte ich gleich anders. Ich könnte mir auch von hier oben aus den ganzen Tag lang das Meer anschauen. Du, Link, weißt du eigentlich, was für ein Tag heute ist? Nee, nicht so wirklich. Du bist noch ein bisschen verschlafen, hab ich recht? Musst du mich jetzt wieder wachschütteln? Hast du es etwa vergessen? Nö, oder doch, oder... Heute ist dein Geburtstag. Oh, Geschenke! Oh, und herzlichen Glückwunsch, Link. Darum wartet Oma auch schon ganz ungeduldig darauf, dass du endlich nach Hause kommst. Gut, dass ich dich gesucht habe. Link, geh schnell nach Hause und lass Oma nicht so lange warten. Oh, süß, süß. Das ist übrigens unsere kleine Schwester Arill. Eine ganz niedliche. Er hat uns gesucht und ja, das ist Link. Besser bekannt als Toon Link im Fanjargon. Und ihr wundert euch jetzt sicher, warum ich Spirit Tracks so viel referenziert habe. Erstens, weil es das erste Zelda-Let's Play auf meinem Kanal war. Zweitens, weil Spirit Tracks ein Nachfolger von Wind Waker ist. Und deswegen dachte ich mir, ich referenziere so ein bisschen den ersten Part von Spirit Tracks. Weil es ergibt Sinn, das zu machen. Weil Wind Waker hat halt viele Callbacks gehabt in Spirit Tracks und umgekehrt. Naja, okay, sagen wir es mal so, Wind Waker hat die Basis dafür geliefert. Aber reden wir nochmal kurz mit Arill, bevor wir runtergehen ins Dorf. Link, Oma wartet zu Hause auf dich. Außerdem können es die Nachbarn schon kaum mehr erwarten, dir zu gratulieren. Und ja, Geschenke. Na gut, dann gehen wir erstmal runter. Wir können hier Leitern runterklettern. Wir sehen hier übrigens das wunderschöne Meer, die Farbenpracht der HD-Version. Und hier sehen wir außerdem noch die Möwen. Und jetzt springen wir runter. Und bumm, da sind wir. Oh, nein, ich wollte nicht in die Ego-Perspektive. Ja, es gibt eine Ego-Perspektive und... Wieso springe ich jetzt ins Wasser? Egal. Wir können übrigens auch schwimmen, wie ihr hier sehen könnt. Haben wir aber hier diese kleine blaue Kugel mit dem weißen Wirbel drin. Das ist unsere Luft. Wenn die ausgeht, dann gehen wir unter. Wie ein Stein. Gluck, gluck, gluck. Das sollten wir also nicht wieder machen. Oder zumindest aufpassen. Ja, wir haben hier Steine, Rubine. Ich mag Wind Waker. Also den Anfang. Das, was ich von Wind Waker kenne und gesehen habe, ich mag es wirklich. Ich habe mich auch schon riesig darauf gefreut, dieses Projekt endlich mal zu starten. Hier haben wir übrigens Häuser, hier haben wir ein Schweinchen. Komm her, Schweinchen. Ah, verflixt. Pass auf, wären wir jetzt in Breath of the Wild, hätte ich dir jetzt mit dem Bogen eins übergezogen und dein Fleisch gegessen. Entschuldigung, das war makaber. Na, komm her. Renn nicht weg, aua. Ach ja, wir können rollen. Und nein, wir müssen nicht tippen dafür. Ich muss einfach nur beim Laufen A drücken. War doch A, oder? Ja, es war A. So, dann reden wir mal mit den Nachbarn. Oh, Link. Heute ist also dein Geburtstag. Alles Gute, Junge. Kaum zu glauben, dass du schon so alt bist. Da merkt man erst, wie schnell doch die Zeit vergeht. Das ist wie mit meinem Rasen, weißt du? Ich könnte schwören, ich hätte ihn gestern erst gemäht. Doch heute ist das Gras schon wieder kniehoch. Willst du dich damit über die Spawnrate von Gras beschweren? Link, möchtest du nicht auch mal eine Runde Gras mähen? Man findet oft die erstaunlichsten Sachen im Gras. Das macht richtig Spaß. Aber ohne passendes Werkzeug ist leider nicht gut mähen. Richtig schade für dich, da entgeht dir so einiges. Okay. Gut zu wissen. So, dann klettern wir mal hier hoch und... Oh, ich sehe da einen Rubin. Und wisst ihr, was man hier auch kann? Man kann hier kriechen. Das heißt, wir holen uns jetzt mal den Rubin... Und wir gucken mal, ob hier noch irgendwas ist. Nee, ist es nicht. Und ich habe den Stick zur Seite bewegt. Ich hoffe, ihr habt diesen netten kleinen Sound gehört. Wir gehen jetzt auch nochmal in sein Haus. Wir reden erstmal richtig schön mit den Nachbarn, bevor wir zu Öhmchen gehen. Und ich mag Öhmchen übrigens. Öhmchen ist niedlich. Oh, da war noch ein Rubin. Und hier ist... Hä? Ist da eine Holztextur in dem Topf? Sieht zumindest so ein bisschen so aus mit den Linien drin. Okay. Und der... Also entweder ist das ein Deckel oder der Löffel sollte da nicht drin stecken.
Oder, ach nee, Moment. Ah, jetzt verstehe ich, das ist so ein Hebel, dass man diesen Deckel hochheben kann. Ah, wisst ihr, ich habe nämlich, um mich einzuspielen, einmal bis zum ersten Dungeon in Anführungsstrichen gespielt. Die verwunschene Bastion. Und ja, übrigens, ihr könnt ruhig mit mir reden, ihr könnt mich ruhig für die Story spoilern, weil ich kenne die Story. Auch wenn ich nie weit gespielt habe, ich weiß so im Groben, wie Wind Waker Story abläuft. Ich weiß zwar nicht alles, ich weiß nicht die Details, aber ich weiß das Gröbste, weil Wind Waker ist in jedermanns Kopf. Das, wer sich ein bisschen mit Zelda auskennt, der kommt an Wind Waker nicht vorbei, weil Wind Waker einfach so ein großer Eintrag war im Zelda-Franchise. Und ja, wir haben hier eine Kiste. Ich weiß übrigens die meisten Geheimnisse von Präludien, deswegen sammle ich auch schon nebenbei Rubine. Und da haben wir einen roten Rubin, ja, der ist 20 wert. Na gut, gehen wir dann erstmal. Wusch. Hier waren wir jetzt also schon, hier haben wir noch die Schweinchen. Hier haben wir den Herrn, der Gras mähen möchte. Ich meine, du könntest mir auch eine Sense in die Hand drücken und ich würde das machen, aber okay. Du willst wohl warten, bis ich eine gewisse andere Waffe habe, in der man in Zelda-Spielen normalerweise das Gras mitmäht. Und indirekt hat er ja auch die vierte Mauer gebrochen mit, ja, ich habe es gestern gemäht und heute ist es schon wieder kniehoch. Und, wer bist du? Oh, du siehst süß aus. Link, hallo. Was meinst du? Kann man wirklich bis da hinten springen, wenn man seinen ganzen Mut zusammennimmt und ordentlich Anlauf nimmt? Ja, bestimmt. Versuchen wir es doch mal. Ja, also, den ersten Sprung schaffe ich, den zweiten auch. Und den dritten? Naja, mit ein bisschen Klettern geht's. Und das waren 10 Rubine. Waren doch 10? Ja, 10. Gelb war 10, orange war 100. Lila war 50. Und, ui, da ist ein andersfarbiges Schwein und da ist ein Kerl am Liegen. Kriechen wir doch mal zu ihm hin. Hallo Nachbar, weshalb bist du am Boden? Ach, ich kann jetzt nicht mit dir reden, dann rede ich so mit dir. Ich habe ein Wildschwein entdeckt, kannst du es fassen, ein Wildschwein? Siehst du es? Das Schwarze da meines. Ja, das habe ich gesehen. Wo ist es denn hin? Meine Frau ist nämlich ganz wild darauf, ein paar Schweine zu züchten, verstehst du? Link, hör mir zu. In solchen Fällen darfst du dich nicht wie ein Trampel verhalten. So ein Schwein verfügt nämlich über eine vortreffliche Wahrnehmung. Willst du dich annähern, drücke ZR, um dich zu ducken und pirsche dich mit Hilfe von L ganz langsam und behutsam an. Langsam und behutsam. Auch ein guter Trick ist es, sie mit etwas Futter abzulenken. Ja, wenn du mir sagen kannst, wo es Futter gibt. Na okay, ich weiß, wo es Futter gibt, aber ja. Theoretisch brauchen wir es nicht. Wir können einfach kriechen, bis wir beim Schweinchen sind. Wir können das ja auch anvisieren. Mit ZL. Dann nochmal anvisieren. Und bäh, verdammt. Toll. Mäh. Komm her, du Schweinchen. Egal. Ich visiere es jetzt nicht mehr an. Ich kriege dich schon. Okay, es ist genau das, was mein Nachbar wollte, dass ich es nicht mache. Aber okay. Ich wollte euch nur zeigen, dass es auch so gehen würde, rein theoretisch. Alter, komm her, du! Boah, komm her, du. Komm, Schweinchen, komm. Jetzt geht's doch. Na, super. Und jetzt haben wir ein Schwein und wenn wir laufen, hört mal hin. Grunzt es bei jedem Schritt. Jetzt schmeiße ich dich erstmal wieder ins Gras. Du kannst noch ein bisschen grasen. Zu dir kommen wir später. Oder im nächsten Part, weiß ich noch nicht. Je nachdem, wie ich Bock hab. So, dann haben wir hier noch ein Häuschen. Link, halt doch mal ZL gedrückt und sprich mich dann mit Rücken von A an. Versuch's mal. Ja, okay, anvisieren kann ich schon. Sehr gut ausgezeichnet, du bist ein kluger Junge. Es handelt sich hierbei um die Zielerfassung. Indem du ZL drückst, kannst du Personen ansprechen, die weiter wegstehen. Wieso erinnert mich das an Ocarina of Time? Das war doch, ich glaube, auf dem einen Shop und da musste man ZL drücken. Weiß ich jetzt nicht mehr. War es überhaupt ZL? Ja, im 3DS waren es L und R. Doch nicht nur das. In deiner näheren Umgebung kannst du so einen Blick nach vorne ausrichten. Diese Funktion ist überaus praktisch. Schreib sie dir also hinter die Ohren.
Es war, abgesehen von den vorher erwähnten, gibt es noch weitere Einsatzmöglichkeiten der Zielerfassung. Was hältst du davon, wenn ich dir noch ein paar Dinge mehr beibringe? Klettere doch einfach die Leiter dort hoch und besuche mich in meinem Zimmer. Ja, mache ich später. Darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Tutorial ist öde. Und hier haben wir ein paar Bötchen. Kann ich in die kann ich ins Boot rein? Ja, ich kann ins Boot rein. Yay! Ich bin auf einem Boot. Woohoo! Hier haben wir übrigens... Das ist übrigens unser Haus. Das ist etwas größere, was so ein bisschen an der Klippe steht. Hier sieht man auch schon so einen ganz leichten Weg. Der wird später noch wichtig. Und ja, in Präludien weiß ich tatsächlich so diese Anfangsdinger, die man alle mitnehmen kann. Da hat mir eine Freundin auch so ein bisschen weitergeholfen und mir so ein paar Sachen verraten, dass ich halt so ein bisschen Startkapital habe. Weil hier ist man ja nicht mehr so sehr eingeschränkt wie auf dem Gamecube. Auf dem Gamecube, habe ich mir sagen lassen, ist das Maximum der Rubintasche am Anfang nur 200 Rubine. Das ist, glaube ich, hier 500. Ich bin mir aber unsicher. So, dann klettern wir mal hier auf das schöne Bötchen. Ich glaube, denen das Gesicht hier kennen wir. Ein guter alter Bekannter im Zelda-Franchise. Der gute Terry. Hallo, Terry. Oh, verehrter Kunde, bei einem Terry-Händler finden Sie alles, wonach Ihnen der Sinn steht. Oder haben Sie etwas, das Sie loswerden wollen? Wenn ja, zeigen Sie es mir einfach, ich kaufe es Ihnen ab. Möchten Sie vielleicht etwas kaufen? Ja, dafür habe ich noch ein bisschen wenig Rubine. Beehren Sie mich bald wieder. Ja, ich komme bald hin. Also hier gibt es auch Futter. Für die Schweine, damit man sich das leichter machen kann. Man kann sie auch so fangen, aber ja, die Schweine gibt's auch anders. Na gut, zu dir komme ich später, aber hier will ich noch mit der Dame reden, mit dem Krug auf dem Kopf. Hallo Link, alles Gute zum Geburtstag, Dankeschön. Sag mal, deiner Schwester Arl bist du nicht zufällig über den Weg gelaufen? Ja doch, sie hat mich aufgeweckt. Sie sollte dir ausrichten, dass sich deine Großmutter sucht. Da fällt mir ein... Als mich deine Schwester neulich angesehen hat, sagte sie, sie wolle auch schnell groß werden, um wie ich Krüge tragen zu können. Sie meinte, sie könne dann ihrer Großmutter zur Hand gehen. Wenn du sie triffst, sag ihr doch bitte Folgendes. Wenn sie vor einem Krug steht, kann sie mit Hilfe von A aufheben, hochheben und tragen. Wenn sie wieder abstellen will, muss sie einfach nur ZR drücken. Ja, okay, sage ich ihr. Und danke für das indirekte, ungewollte Tutorial. Und wer bist du denn? Du bist ja so eine richtige Rotznase. Die hängt die Rotze ja schon raus. Wer bist du? Du, deine Oma hat dich gerufen. Und meine Mama hat dich auch gerufen. Deine Mama? Meinst du die blauhaarige Dame? Na gut, gehen wir hier nochmal hoch. Gucken wir uns hier nochmal um. Hier haben wir übrigens ein Dach. Hier kann man sogar raufspringen. Allerdings kommt man nicht ganz hoch. Ich habe das tatsächlich, als ich offscreen so ein bisschen angespielt habe, versucht. Und dann habe ich festgestellt, ja, man ist ein bisschen zu verwöhnt von Breath of the Wild. Man kann nicht mehr überall hochklettern. Ist ja nicht schlimm. So. Und wer bist du? Ist heute nicht dein Geburtstag, Link? Alles Gute. Heute ist wirklich ein schöner Tag. Wir haben endlich unser Gehege fertiggestellt. Tja, jetzt brauchen wir nur noch ein paar Tiere, damit etwas Leben auf die Weide kommt. Darüber werden sich die Kinder auch bestimmt riesig freuen. Aber welche Tiere eignen sich wohl am besten? Wenn dir was Passendes über den Weg läuft, dann bring es doch hierher, bitte, ja? Ich gebe dir auch ein kleines Taschengeld, ohne dass deine Oma was davon erfährt. Oh, das ist gut zu wissen. Das können wir bestimmt noch machen. Und ich denke, ich habe auch schon was gefunden, was geeignet ist. Ich meine, hier rennen so ein paar Schweinchen rum. Nicht nur das eine Wildschwein, sondern auch noch ein paar So-Schweine, also die rosa Schweinchen. Wenn die sich dann noch ein bisschen paaren im Laufe der Jahre, da hat man ein schönes Schweinegehege. Klar, okay, es wird ein bisschen stinken und das ist matschig, aber Schweine sind gut. Nicht so interessant und witzig wie Hühner, wo man die Federn noch für Kopfkissen verwenden könnte und die Eier zum Essen. Und die Hühner als Hühner. Naja. Wieso denke ich eigentlich über sowas nach? Springen wir erstmal da rein. Weil hier ist noch ein geheimes Fensterchen. Hier kann man ganz viele Krüge kaputt machen. Link-Style. Yeah. Und hochheben. Hier kann man nämlich noch seine Rubintasche dann ein bisschen auffüllen. Und ich wollte unbedingt alle Krüge hier kaputt machen. Weil es wäre kein Zelda, wenn wir keine Krüge kaputt machen.
Ganz ehrlich, das ist eine der Konventionen. Und Fässer und das hier noch. Jawohl. Theoretisch können wir auch noch gegenrollen und das alles kaputt machen. Wir müssen hier aufpassen. Hier in der Nähe ist ein... oh, jetzt ist hier runtergefallen. Ja, der Rubin ist verloren. Weil Rubine, die spawnen auch wieder. Nach einer gewissen Zeit, die verpuffen. So, was ist hier? Bilde ich mir das nur ein oder kann man mit den Kisten noch was machen? Ich versuch's jetzt mal, ohne runterzufallen. Ja, doch, man kann die werfen. Da sind auch noch Rubine drin. Sehr schön. Dann einmal hier runter, unter das Loch. Der ist weg, leider, der Rubin. So, hier ist jetzt nichts mehr. Ist noch was unterm Bett. Sieht nicht so aus. Nee. Was ist hier? Hier ist nur so ein komischer Deckel. Dann gehen wir mal raus. Und dann haben wir unsere Nachbarn ausgeraubt. So einfach geht das. Mach das aber nicht zu Hause. Entschuldigung, der Witz musste sein. Natürlich geht man nicht einfach bei irgendwem rein und klaut die Rubine. So, aber ich würde sagen, jetzt gehen wir mal zu unserer Oma. Wir haben uns ja ordentlich in der Nachbarschaft umgesehen und ein bisschen was möchte ich mir auch noch für später aufheben. Oder für den nächsten Part eher. So, wo ist sie denn? Und übrigens, schönes, nettes Haus. Hier ist ein Zweierbett. Dann ist da oben noch ein Bett. Ich vermute, Ari schläft tatsächlich bei der Oma im Bett und Link schläft oben im Bett. Würde ich jetzt vermuten. Und oh, da kocht eine schöne Suppe. Da kriege ich auch langsam Hunger. Nach dem Part mache ich Abendessen. Gibt heute Nudelfanne. Lecker. Und oh, verdammt. Das wollte ich jetzt nicht. Sorry, Oma. Und hier sind auch überall schöne Bilder. Mit Blümchen, Link und Aril. Da ist nochmal Aril so. Ist hier noch irgendwo ein Bild von Link? Nee, dann sind die wohl weiter weg. Und oh, hier hängen ja auch noch Zwiebeln und Kräuter und sowas. Das hat auch in den anderen Häusern gehangen. Aber ich finde das schön. Und wie hier noch gewisse umgedrehte Symbole hier auftauchen. Na gut. Gehen wir hier erstmal hoch. Und da haben wir sie. Die süßeste Oma der Welt. Zumindest in Zelda. Sie ist so niedlich. Link, ich habe auf dich gewartet. Was möchtest du denn, Oma? Link, probier doch das hier mal an. Wie schnell die Zeit doch vergeht. Kaum zu glauben, dass du schon in dem Alter bist, dieses Gewand zu tragen. Ach ja, dein Vater war auch so stattlich in dem Gewand, aber leider sieht man ihn nirgends im Spiel. Oh nein, du hast das Heldengewand erhalten. Sieht sehr warm und gemütlich aus und er ist sowas von begeistert. Ach, diese Mimik. Jetzt schau doch nicht so, schlüpf rein. Heute ist der Tag, an dem du dasselbe Alter erreicht hast wie damals der Held aus der alten Legende. Es ist doch nur für einen Tag, also sei tapfer und übersteh die Hitze. Ich hab's extra luftig genäht. Früher wurden die Jungen ab diesem Tag als reif betrachtet und in der Kunst des Schwertkampfes unterwiesen, um sie auf den Kampf gegen das Böse vorzubereiten. Ja, das Böse. Aber diese Zeiten sind doch sowieso vorbei. Und überhaupt, der Einzige, der auf dieser Insel noch mit dem Kunst des Schwertkampfes sich beschäftigt, ist der alte Vater Orca. Der Schild, den du hier als Wandschmuck siehst, ist noch ein Überbleibsel aus jenen alten Zeiten. Oh, er ist ja sehr begeistert von seinen Klamotten. Verstehst du? Aha, Oma, ja, ich verstehe. Link, freu dich doch. Das Gewand steht dir wirklich ganz ausgezeichnet. Gut, heute Abend kommen alle Nachbarn, um deinen Geburtstag zu feiern. Ich habe ja noch so viel mit den ganzen Vorbereitungen für die Feier zu tun. Ich koche nämlich heute deine Lieblingssuppe für euch. Ich hoffe, du freust dich. Oh, schön. Ach, das wird bestimmt eine ganz wundervolle Feier. Gut, geh bitte und hol deine Schwester Aril, ja? Jetzt muss ich also wieder in den Sachen zurück und zu Aril gehen. Muss ich wirklich das Haus verlassen, Oma? Ich möchte so nicht rausgehen.
Ich glaube, diese Gedanken wären ganz gut für Links Kopf. Und hier haben wir nochmal Link ganz vorne. Hier haben wir nochmal Arl, die oben steht. Da haben wir noch ein Bild von Öhmchen. Es ist so süß, diese ganzen Familienszenen zu sehen. Und ich mag übrigens das Schild. Das sieht auch hübsch aus. Na gut, springen wir mal runter. Und ich würde aber tatsächlich sagen, oh, das Glas ist respawned. Sehr schön. Ich habe nichts kaputt gemacht, Oma. Es ist nichts passiert. Deswegen guckst du auch so, hast du gerade auch so beschämt auf den Boden geguckt, Link. Na egal, ich würde sagen, ich hoffe, euch gefällt dieses neue, wundervolle Projekt. Das ist jetzt schon ein bisschen länger geworden, das Video. Und ich würde aber sagen, im nächsten Part holen wir unsere Schwester und gucken mal, wann und wie das Abenteuer beginnt. Bislang sind wir ja auf dieser mundänen kleinen Insel und müssen einfach nur in einem komischen Gewand herumlaufen. Und ich würde sagen, bis dann, Leute. Bye, bye.